Hier cool unser automatisches Passkontroll irgendwas machen. Probieren wir nochmal. Haben extra angegeben, dass keine Lebensmittel dabei sind, was voll die Lüge ist. Und jetzt muss ich trotzdem zur US-Grenzschutzbehörde und zum Zoll. Und Anna ist auch dabei. Und Ruben hat noch Schwierigkeiten, also mal schauen, was jetzt passiert. Mal gucken. Aber wir haben 7 Stunden Zeit. Also wieso nicht? Das ist bis dahin eigentlich alles fresh verlaufen. Schauen wir mal, wie es wird. Jetzt schon in Miami, schon an unserem coolen Gate. Und jetzt haben wir nur noch 5 Stunden. Die Zeit vergeht echt voll schnell. Also ich bin gut drauf, du bist auch. Und jetzt geht das Warten los. Das ist leider alles super teuer. Ich habe noch $5 und kann mir davon genau 1 Liter Wasser kaufen und keine Pizza. Aber na gut. Und ja, jetzt chillen wir einfach so ein bisschen, mal noch einen Podcast. Und ja, nehmen euch einfach noch ein bisschen mit auf unsere spannende Reise. Ciao. Jetzt im Flieger nach Madrid, sind gerade geboardet, haben ganz nette Leute gefunden, die unsere Plätze mitgetauscht haben. Ruben hat gravierende Probleme. Das ist aber echt ein Problem, er hat keine Tastatur. Man kann es bei uns mitschauen. Oh, es gibt Captain Marvel. Nice, der ist gut. Der ist sehr gut. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Den kannst du anschauen, weil der ist vor Infinity War und den solltest du vorher kennen. Auf jeden Fall. Jetzt fliegen wir dann bald los. Sonnenuntergang. Es fehlen noch 8,5 Stunden bis Spanien. Sogar noch mehr. Aber ja, wir werden unseren Spaß haben. Definitiv. Da hinten ist auch hier ein Tunnel irgendwo. Und da sind jetzt noch andere Leute. Ja, nice. Sagen wir, los geht's. Bist du ready? Ja. Ciao.
Nils ist am Start. Wir haben eine Entdeckung gemacht. Schauen Sie sich das an. Im Moment fliegen wir noch 5 Stunden 52. Da sehen Sie es. Wir sehen, aktuell ist es 8 Uhr. Wir haben uns gemerkt, wir fliegen noch 5 Stunden. Heißt, es müsste eigentlich 12 Uhr sein, wenn wir ankommen. Aber es wird 7.30 Uhr sein. Was sagen Sie dazu? Oh, hi. Der eigentliche Mindblow ist einfach, dass es in fucking 3 Stunden wieder hell ist und es gefühlt seit einer halben Stunde erst dunkel ist. Dann haben wir gemerkt, wir sind gefickt. Weil Jetlag. Und das ist was wirklich krasses. Weil die Dunkelheit, die wir hier sehen, wandert nach links und wir nach rechts. Deswegen geht alles so schnell. Letzte Worte. Ja, vor allem haben wir die ganze Zeit noch vorher überlegt, dass die Dunkelheit ja nach rechts gehen müsste, dass wir mit der Dunkelheit fliegen. Wir haben eine ganze Weile gebraucht, um es rauszukommen. Und wir haben Blanka einen Chip in den Mund gesteckt und sie hat es nicht gemerkt. Bilder folgen. Das ist hier einsteckt. Warte mal ein Foto.